Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Ihr habt es euch gewünscht und ich werde das natürlich nachreichen. Ja, ihr wollt noch einmal reingucken, wie viele Abenteuerpunkte unsere Helden aktuell haben und wie sie die ausgegeben haben. Ja, ihr könnt das hier bei Abelmir tatsächlich schon sehen. Die hat er dann hier in seiner HTML eingetragen. 13.500 AP nach DSA 4.1. Also schon doch etwas fortgeschrittener, möchte man meinen. Ja, die einzelnen Vor- und Nachteile, ich glaube, die muss ich nicht nochmal erwähnen und erzählen. Da hat sich kaum etwas getan. Geh einfach mal ein bisschen weiter. Sein Bild könnt ihr dann hier sehen. Sozialstatus 11, der hat sich geändert. Adeptus Maior war er schon immer. So, hier könnt ihr seine Eigenschaften sehen. Da hat er tatsächlich eine ganze Menge mit reingesteckt. Das muss man schon sagen für einen Magier. Ich glaube, die ersten vier Werte, Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, die sollte man auf dem Stand auch auf den 15 haben. Ja, also das ist solide. Er ist nirgendwo richtig schlecht. Seine Würfelwürfe sind tatsächlich immer ab und zu, nicht immer, aber ab und zu sind die tatsächlich nicht so gut, aber die Attribute sind an sich ganz gut. So, Vorteile, adlige Abstammung war er schon immer, guter Ruf 2, Verbindung 6. Da müsste ich mal überlegen, inwiefern sich die Verbindungen hier äußern und wo er guter Ruf hat. Das hat er sich irgendwo mal dazu verdient. Das sind verschiedenste gute Rufe. Ja, ansonsten, ich muss gerade gucken, Nachteile hat er dazu bekommen. Arroganz hat er ein bisschen was abgebaut. Konstruktionswahn hat er dazu bekommen. Das liegt jetzt einfach an den PTBS-Syndromen. Also PTBS-S-Syndrom. Denn ich habe ihnen gesagt, ihr bekommt von mir Nachteile im Wert von 5 GP. Dafür, dass ihr jetzt den Schrecken von Werheim durchgestanden habt und dann jetzt eben das, was mit Gareth folgt, das ja, kann ich schon mal so spoilern. Also da ist PTBS, also dieser posttraumatische Stress, der ist da schon angebracht, wenn man die ganzen Gräuel sieht, die dann eben die Dämonen dann über das Land bringen. Vor allem auch Yol'Gurmak war mit dabei. Die blutige See war teilweise mit dabei und dachte ich mir einfach mal, jetzt gibt es zum einen Konstruktionswahn bzw. einen beliebigen Nachteil von 5 GP und zurzeit haben sie auch Schlafstörungen 1. Ja, Vorurteile gegen Torvaler, Sonderfertigkeiten, wer da irgendwas zu wissen will, wer ihn da irgendwas interessiert, der kann gerne mal auf Stopp drücken und sich das alles angucken. Ich finde die Talentspezialisierung immer sehr toll, die sagen eine ganze Menge über den Charakter aus, was er alles so erlebt hat. Finde ich zumindest, das ist meine Wahrnehmung. Das ist immer ganz spannend zu lesen. Auch bei den Talenten werde ich bei den Magiern einmal so kurz durchscrollen. Hier konnten wir uns nochmal Magiekunde 13 angucken. Wer da, wie gesagt, was wissen will, der soll auch da wieder auf Stopp drücken. Denn, naja gut, bei einem 13.000 AP Magier sind vielleicht eher die Zauber interessant. Hier könnt ihr euch nochmal die Stabzauber ansehen. Und hier dann eine lange Liste, oh Gott, eine ganze lange Liste mit den verschiedenen Hauszaubern, die ihr dann hier erkennen könnt mit dem X. Oder aber die normalen, die er sich dazu gekauft hat. Ich gucke gerade mal rein, was da besonders hoch oder besonders tief ist. Oh Gott, die ganze Liste hört nicht auf. Alles irgendwo mal aktiviert, aber nie dann irgendwie richtig gelernt. So, ich gucke einfach mal rein. Armatrutz auf 14, Attributor auf 11, Balsam auf 12, Blitzdichtwind auf 13. Den Corpo Fresso, den hat er tatsächlich noch nie angewendet, meine ich. Ich weiß nicht, okay, er hat ihn als Hauszauber, aber benutzen tut er ihn anscheinend nicht. Desintegratus, das ist auch ein ziemlich guter Zauber, auch auf 12. Hat er auch noch nicht so oft benutzt. Den elementaren Diener hat er sich jetzt hochgesteigert, will er das zumindest nach und nach machen. Beschworen hat er ihn noch nie, aber ja, soll er mal machen, er wird das schon wissen. Ich find ihn so unglaublich verskillt, diesen Magier. Immer, also Johnny findet das auch, aber naja gut, ich werde da nicht reinreden. Die können mit ihren Abenteuerpunkten machen, was sie wollen. Fulminictus auf 12 benutzt er auch nicht. Gardianum auf 15, ja, das ist ein Zauber, den sie aktuell sehr, sehr oft benutzt haben. Da kommt dann auch nochmal die Talentspezialisierung oder Zauberspezialisierung dazu. Ignifaxius 13 oder im 12. Wo ist denn der 8. Ignisferos auf 9? Ja. Oder man kann auch auf 12, der könnte auch nochmal ein bisschen höher. Ja, und dann wie gesagt hier viel aktiviert, aber noch nicht gesteigert. Ich weiß nicht, ob er das entweder von Iserun hat oder vom Gildenkonvent. Da konnten sie sich ein paar Zauber aussuchen. Ja, und dann das Inventar ist, glaube ich, nicht so interessant. Das wechselt sowieso die ganze Zeit. Und er besitzt tatsächlich eine Balestrine, aber die hat er auch noch nie abgefeuert.
Ja, wer sich das Inventar ansehen will, wie gesagt, Stopp drücken, aber wir springen sonst weiter zu Iserun. Die hat ähnlich viele Abenteuerpunkte, 13.500. Na klar, wir haben immer alle die gleichen Abenteuerpunkte. Unabhängig jetzt von den Start-Abenteuerpunkten, die sind ja abhängig dann von der Klugheit. Oberst Magistra, sie wurde befördert, das ist der neue Titel. Also Oberst Magistra innerhalb der Armee, beziehungsweise innerhalb der Pfeiler des Lichts. Aber sie ist auch genauso wie Abel mir ein Adeptus Major. Gut, auch hier gucken wir uns nochmal die Attribute an. 15, 15, 15. Da ist Charisma nur auf 12. Das ist gar nicht so sehr hoch. Da ist Abel mir auf alle Fälle besser dabei. Und für einen Magier finde ich das auch ein bisschen tief. Aber ihre Körperkraft mit 14 ist ganz schön hoch. Ne? Also das kann man sich schon mal anschauen. Ich muss gerade gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes. Initiative von 12 auf 16. Das ist dann wahrscheinlich mit den Kampfreflexen. Vorteile von Iserun, gutes Gedächtnis, Eisern, Talentbegabung, Schwerter. Ich gucke gerade mal nach. Arroganz, autoritätsgläubig, Jähzorn, körpergebundene Kraft. Das ist das, was ich ab und zu mal angespielt habe. Mit den glitzernden Haaren oder aber die grau werden. Krankhafte Reinlichkeit, das ist jetzt das mit dem PDPS. Da hat sie sich die krankhafte Reinlichkeit ausgesucht. Schlafstörung 1 sind die, die sie von vornherein schon hatte. Ich habe das jetzt auf Schlafstörung 2 angehoben bei ihr. Ja, Verpflichtung gegenüber der Weißen Gilde, Vorurteile gegen die Schwarze Gilde. Sonderfertigkeiten hat sie auch ein paar. Zauberspezialisierung für den Armatrutz. Das sind dann hier die Sachen, die sie dann besonders oft benutzt. Guardianum, gerade die Zauberdauer dann immer verkürzen. Verlängern macht im Kampf nicht so viel Sinn, aber gerade im Kampf muss das eben schnell gesprochen werden und dann holt sie sich nochmal zusätzlich 2 Punkte raus. So, auch hier gucken wir uns nur ganz kurz an. Schwerter auf 18. Hier ist sie ein bisschen breiter gestreut als Abelmir. Gucken wir nochmal die körperlichen Talente an. 10 auf Reiten, das ist tatsächlich ganz schön viel. Und Selbstbeherrschung 10 ist auch wichtig. Handwerkliche Talente hat sie hier noch Heilkunde Wunden auf 8. Ritualkenntnis Gildenmagie auf 13. Ein paar Stabzauber haben wir, das Magus ist dabei. Modifikations- und Zauberspeicher. So, dann kommen die interessanten Zauber. Ich rede ein bisschen schneller, weil wir haben noch ein paar andere HTMLs, die jetzt durchgeguckt werden müssen. So, 10 ist ein Hauszauber, das ist das Adlerauge. Bin gerade überlegen, hat sie den auch schon mal benutzt? Ich glaube nicht. Analyse auf 8, der kann auch nie hoch genug sein. Armatrutz auf 16, das ist schon ganz schön krass. Attributo auf 10. Balsam, Acceleratus, Blitzsichtwind auf 16. Oh, damit kann sie auch richtig fies ihr Gegner kaputt machen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Corpo Frigo, Kälteschock auf 12. Hat sie auch, glaube ich, noch nicht benutzt. 9 ist hier Fortifex. Fulminictus auf 12. Guardianum 15. Da haben sie beide jetzt verstanden, dass der Mondschild tatsächlich sehr viel hilft. Ignifaxius Flammenstrahl auf 16. Ja, wenn man dann die Zauberzeit verkürzen und den dann als Strahl ansagt, dann reißt man damit auch ein paar Wunden. Ignisfero auf 11. Odem auf 8, das ist gar nicht so hoch. Der darf gerne noch höher und das war's. Also sie ist nicht so breit gesteuert. Ihre Zauber sind nicht ganz so viel. Sie hat natürlich auch ein bisschen was aktiviert. Dann hier den Spinnenlauf in Hexisch oder so. Das sind auch ein paar Exoten dabei. Die hat sie aber auch noch nicht hochgeklickt. Transversalis ist auch dabei, auf 3, aber nur, das hilft noch gar nichts. Das nützt einen Affen. Langschwert Serpentinus. Ja, dreifach verbessert. Da könnt ihr euch das nochmal ansehen, wenn euch das interessiert, mit den effektiven TP, die sie anrichtet. TPKK ist noch nicht erreicht mit der 15, die sie dann bräuchte. Das ist ihre Kleidung, sie darf ja auch dann Rüstung tragen. Als Kampfmagierin, das ist ihr Inventar. Wie gesagt, wen das interessiert, der kann da auch nochmal auf Stopp drücken. Ich muss gerade mal gucken, was ist das hier? So, das ist ihre Waffe. Gut, wir gehen weiter zu Keras. Keras, da ist wenig passiert. Sozialstatus 13 ist dann ein Geweihter geworden. Ich muss gerade mal gucken, das ist bei den Sonderfertigkeiten drin. Verbindung 20 haut natürlich rein. Innerer Kompass. Adlige Abstimmung, herausragendes Aussehen. Moralkodex Raya ist dazu gekommen, klar, wenn er jetzt die Spätweihe hat, Spätweihe alvaranianische Gottheit. Rot von links, da gucken wir uns auch mal nicht mehr. Ja gut, jetzt hier Fechtwaffen 19, das will er immer nochmal weitermachen, aber ich habe ihm immer gesagt, du sollst Liturgien kaufen. Liturgien wie ein großer.
Ja, wer da noch irgendwas zu wissen will, der kann sich die hier alle ansehen. Und hier sind die Grade dabei. Liturgie Grad 4 ist der Objektsegen. Hier haben wir noch eine Dreier. Das ist Kablas Jugend. Kenne ich gar nicht. Wurde bisher noch nicht gespielt. Habe ich mir noch nicht durchgelesen. Reichung des Amethysten. Ich glaube, das ist zum Entgiften von Wein oder sowas. Oder von generell irgendwie Entgiften von irgendwas. Die Gestalt 3 kann er sich in ein Pferd verwandeln. Ja, Rondra-Geweiht und Boron-Geweiht, Rapiere, das ist eine ganz nette Zurschaustellung von Nahkampfwaffen, wie ich finde. Aber ja, ansonsten Irian Rüstung, die er trägt, auch hier das Inventar, nichts Besonderes. Immer, der Sozialstatus ist falsch, der ist mittlerweile auf, ich glaube, 7, weil er geadelt worden ist. Das müsste er nochmal korrigieren. Hier kann man sehen, dass seine Attribute dann doch noch ein bisschen höher sind als bei den anderen. Auch Gewandtheit auf 16, das ist ganz schön krass. Da kann man bei Ömer sich mal den Ausweichenwert ansehen, denn der Ausweichenwert, der geht über die Decke. Schutzgeist, übernatürliche Begabung, Acceleratus, Balsam und der Odem. Damit ist unser Ömer dann der kleine Schurke, der er ist. Vor allem dann kann er im Kampf fliehen, er kann heilen und er kann sich Dinge angucken, die ihn interessieren. Ja, die Meisterhandwerke, Klettern, Körperbeherrschung, Schleichen, sich verstecken und Sinnschärfe. Die sind total game-breaking. Wenn ihr selbst so einen Charakter bekommt und ihr seid da sehr unerfahren, damit, also das könntet ihr auf alle Fälle mit dem Spielleiter Entscheid dann noch wehtun. Mir war es egal, aber ich wusste, dass es game-breaking ist, weil das macht er jedes Mal. Johnny macht das jedes Mal, wenn er ein Viertelzauber die Körperbeherrschung und alles ableiten, auch wenn er Athletik würfelt, dann leitet er auf Körperbeherrschung ab und pumpt da dann Astralpunkte rein. Das geht richtig steil. Vorteile gegen Präortenschaft 1 hat er abgebaut, sehe ich gerade. Ja gut, wir haben ja Jalan noch in der Gruppe. Muss gerade gucken, was hat er sich denn als PTBS dazu gewählt? Schlafstörungen sind drin. Ich glaube, er hat seinen Jähzorn erhöht. Jähzorn, er wird dann sehr jähzornig. Der war, glaube ich, mal auf 1 und den hat er dann auf 6 wieder angehoben. Ja, und ach so, er hat einen wahren Namen. Ja, sollte ich vielleicht auch nochmal dran denken. Gerade wenn ich dann mit seiner Magieresistenz spiele, denn seine MR, die MR ist mit minus 6 Modifikator, ist die nur auf 2. Ja, Talentbegabung, Bogen. Ausweichen 1, 2, 3. Das ist ziemlich krass. Talentwert 19 auf dem Bogen, attackiert auf die 27 und Säbel ist mittlerweile auch auf 16. Sein nächstes Ziel ist jetzt, dass er auch zum Nahkämpfer wird, denn er ist aktuell sehr günstig aufgestellt. Er ist kein Geweihter, er ist kein Magier und dementsprechend kann er sich da so ein bisschen drauf konzentrieren. Die Zauberfertigkeitswerte sind aktuell auf 8. Die steigert aber auch alle nach F. Beziehungsweise, warum steigert er den nach E? Keine Ahnung. Eigentlich sollte alles nach F gehen. Gut, Reiter Säbel, seine Wundschwelle ist natürlich auch noch nicht so, dass man da viele Kämpfe aushalten könnte. Wir gucken uns Rafim an. Rafim hat hier viele Attribute. Körperkraft 19, muss ich nicht zu sagen. Konstitution ist jetzt das nächste Ziel. Konstitution will er auch auf 19 bringen. Ein Tier, ein unglaubliches Tier. Nachteile hat er aktuell keine. Da fehlt noch die Schlafstörung und ich müsste gucken, was er sich als PTBS aufgeschrieben hat. Da fehlt auch noch was, aber ja, ansonsten eine sehr günstige Profession, viele Nachteile weggekauft. Das sieht ganz gut aus. Meines Wissens will er auch kein Geweihter werden. Er hat einen Waffenmeister, den könnt ihr euch hier ansehen. Waffenmeister für die Boron-Sichel, Zweihand Schwerter, besondere Vorteile. Dritte Aktion hat er sich dazu gekauft für 5 Punkte. Probenerleichterung fürs Umreißen und ein Initiative-Bonus von 2. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, wir hatten die noch ein bisschen umgeschrieben. Aber so ist er eingetragen und das passt erstmal. Ja, ansonsten gucke ich gerade, ob hier noch irgendwas ist. Überzeugen, Einzelgespräch, ja. Verhören, man will nicht mit Rafim in einem Verhör stecken. Zweihandschwerter, 21, Talentwert. Da kämpft er dann mit seiner Boronsichel und reißt ein paar Lücken. Ich glaube, ansonsten kann er auch nicht so viel. Seine Talentwerte sind überall okay. Und seine Attribute sind überall sehr gut. Egal was er tut, egal was er würfelt. Ah, es sei denn, es geht irgendwie in Wissensbereiche, da muss er nochmal nachlegen. Da kämpft er gerade sehr mit sich selbst. Boronsichel und Schlagring, das ist das, wie er kämpft. Kettenhemd, da könnt ihr euch dann nochmal seine Rüstung ansehen. Und wir gehen weiter zu Jalan. Spätweihe Praios, Bannstrahler, genau. Wie es zu dem
Wie es zu der Weihe kommt, werden wir noch erfahren. Das werde ich noch nicht weiter spoilern, aber er hat eine Weihe und er hat den Sozialstatus 13. Da gehe ich dann mal nicht mehr so sehr auf die Vor- und Nachteile ein. Vorteile haben sich nicht geändert, Nachteile ist ein bisschen was dazugekommen, weil, was hat er, Arroganz hoch? Ich weiß es nicht genau. Hier fehlte dann ja noch die PTBS-Syndrome, die jeder von denen bekommt. Waffenmeister hat er sich ja schon etwas länger gekauft, für den anderthalb Händler. Ansonsten, Talentwert hier auch auf 21, das ist auch ziemlich hoch beim anderthalb Händler. Er kann auch mit den Hiebwaffen umgehen, dass er den auch schon auf 19 hat, ist ganz schön krass. Kriegskunst kann er. Guck gerade mal rein. Reiten auf 14. Und er ist ganz frisch Preiausgeweihter mit dem THW von 9. Die Liturgiekenntnis, die hat er als erstes gesteigert. Und ja, das kann man daneben hier auch erkennen an den Liturgien. Da ist noch nicht so viel dabei. Aber er hat erst den THW auf 9 angehoben, damit er sich dann eben andere Liturgien noch dazu kaufen könnte, die dann höhere Grade sind. Ja, Kriegslanze ist eingetragen, die benutzt er ganz oft. Anderthalb Händler, Streitkolben, Langbogen, Großschild. Hier ist nochmal die Rüstung, da läuft dann mit dem 10er Rüstungsschutz und einer Behinderung von 4 rum. Mehr als Behinderung 4 sollte man auch niemals tun, denn dann beginnen andere Sachen Probleme zu machen, wer da mehr zu wissen will, Wege des Schwerts. Ja, hier noch so ein bisschen Inventar. Bis Frau Bohl ist natürlich nicht mehr dabei. Bis Frau Bohl ist ja schon etwas länger tot. Gut, das waren alle HTMLs im Schnelldurchlauf. Hat nur 17 Minuten gedauert, weil ich mich beeilt habe. Und dann, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich hoffe, euch hat diese schnelle Spezial gefallen. Wie gesagt, ihr habt ja das ein oder andere Mal dann noch danach gefragt. Und wenn es dann irgendwas Neues geben sollte, immer mal wieder auf Pause drücken, wenn euch da was Besonderes interessiert, oder fragt mich nochmal in den Kommentaren oder fragt auch die anderen, denn ich werde denen nochmal sagen, warum, also ich sag ihnen nochmal, sie sollen hier reingucken in dieses Video und dann irgendwelche Kommentare beantworten, wenn es spezielle Fragen gibt zu speziellen Sachen, warum sie was gesteigert haben. Gut, wie gesagt, dann bin ich durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.